Schnecke Royal ist ein kompetitives Multiplayer-Spiel, das an der Hochschule der Bildenden Künste Saar im Sommersemester 2021 entwickelt wurde. Das Spiel ist darauf ausgelegt, an eine Hauswand projiziert zu werden, die hierdurch gleichzeitig Teil des Spiels wird. Fenster und Türen werden Hindernisse, die Wand selbst ist die Spielfläche. Eine separate App auf dem Smartphone der Mitspieler verwandelt dieses in einen persönlichen Game-Controller. Nun beginnen zwei Teams mit maximal 4 Spielern ihre jeweilige Teamfarbe, orange oder violett, auf der Hauswand zu verteilen, indem die jeweils gesteuerte Schnecke bei der Fortbewegung eine Farbspur hinterlässt. Mit Strategie, Teamplay, klug eingesetzten Items sowie unterschiedlichen Schneckentypen versucht man gemeinsam das Gegnerteam zu übertrumpfen. Gewonnen hat am Ende, wessen Team die meiste Farbe auf der Wand verteilt hat.